Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen. Die Energiewende hat bisher weit über 500 Millionen Euro allein an Umlagen gekostet. Im Ergebnis sind die Strompreise explodiert, die Versorgungssicherheit sinkt, Umweltschutz wird vernachlässigt. Unser Stromnetz ist eines der stabilsten weltweit. Die Ausfallzeiten in den letzten Jahren lagen pro Haushalt bei ca. 15 Minuten im Mittel. Gleichzeitig tut jedoch unsere Politik alles, diesen Spitzenplatz schnellstmöglich verlassen zu können, indem man unsere Netze mit volatilem Flatterstrom aus Wind und Sonne geradezu flutet. Jetzt ist es ja mit dem Wind und der Sonne so eine Sache. Dummerweise geht die Sonne heute erst um 8.21 Uhr auf und um 16.59 Uhr schon wieder unter. Diejenigen unter Ihnen, die die Grundrechenarten beherrschen, und ich bin mir nach den grandiosen Reden der Kollegen Dr. Jung und Günter Heinrich im Dezember nicht mehr ganz so sicher, ob das hier im Hause eine weit verbreitete Fähigkeit ist. Jedenfalls werden diejenigen feststellen, dass zwischen Sonnenauf- und Untergang heute genau 8 Stunden und 38 Minuten vergehen. Laut Vorhersage wird die Sonne in diesen gut 8 Stunden ca. 5 Stunden von Wolken verhangen sein. Das heißt also, unsere Photovoltaikanlagen werden heute ca. 3 Stunden mit einem Teil ihrer installierten Leistung zur Stromproduktion in Deutschland beitragen können. Beim Wind sieht es nicht viel besser aus. Die Vorhersage für heute gab gestern Einspeisungen zwischen 1.000 und 2.000 Megawatt her bei einer durchschnittlichen Last von ca. 70.000 Megawatt. Als wir am 20. November hier gesessen haben, waren Wind und Sonne über Stunden nur mit einem Anteil von ca. 1% der Last, die damals in der Spitze ca. 75.000 Megawatt betrug. Gleichzeitig wurde im Jahr 2019 in 234 Stunden deutscher Zappelstrom nicht nur verschenkt, nein, die deutschen Verbraucher haben noch dafür bezahlt, dass die Nachbarn uns diesen Strom abgenommen haben. Das ist doch ziemlich irre, oder? Entweder zahlt der Verbraucher für den überschüssigen Windstrom, der nicht eingespeist werden kann, oder aber er bezahlt dafür, dass die Nachbarländer Windstrom abnehmen, der gerade bei uns nicht abgenommen werden kann. Dieser ganze Kuddelmuddel hat nun in den letzten Jahren dazu geführt, dass die Eingriffe der Netzbetreiber zur Stabilisierung ganz erheblich zugenommen haben. Genau wie auch die kritischen Situationen bis hin zu Lastabwürfen von großen Verbrauchern, wie zum Beispiel Aluminiumhütten, die mittlerweile in Deutschland kaum noch zuverlässig mit den benötigten Strommengen versorgt werden können. Es ist also mittlerweile unstrittig, dass mit dem ständig steigenden Anteil von oft wertlosen Zappelstrom in unseren Netzen auch die Gefahr großer, auch mehrtägiger Stromausfälle, sogenannter Blackouts, ebenfalls steigt. Die Aussage, es ist nicht die Frage, ob ein großer Blackout kommt, sondern wann er kommt, wird heute eigentlich nicht mehr widersprochen. Selbst die Bundesregierung hat im Haushalt 2020 des Innenministeriums 70 Millionen bereitgestellt, um für die Folgen eines großen Blackouts besser gerüstet zu sein. Zum Beispiel eben auch für die Anschaffung großer Notstromaggregate beim THW, insbesondere für Krankenhäuser. Ich habe im Antrag erwähnt die Studie des Umweltministeriums aus Baden-Württemberg. Versorgungssicherheit in Süddeutschland bis 2025, sichere Nachfragedeckung auch in Extremsituationen, Fragezeichen. Die Studie wurde erstellt vom Institut für Energiewirtschaft und rationelle Energieanwendung der Universität Stuttgart und vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der betrachtete süddeutsche Raum bezieht ausdrücklich das Saarland mit ein. Die Studie wurde im Dezember 2018 zuletzt aktualisiert. Im Ergebnis wird konstatiert, mit Ihrer Erlaubnis zitiere ich, dass in Süddeutschland bei einer Autark-Betrachtung bereits heute, 2018, eine negative Leistungsbilanz von 9,1 Gigawatt besteht. Süddeutschland ist somit bereits heute von Importen aus Norddeutschland oder den Nachbarländern abhängig. Mittlerweile ist mit Philippsburg ein weiteres großes und zuverlässiges Kraftwerk abgeschaltet worden, das in den letzten Jahrzehnten mit einer Verfügbarkeit von mehr als 90% im Schnitt mehr als 11 Terawattstunden jährlich geliefert hat. Das Leistungsbilanzdefizit für Süddeutschland vergrößert sich daher auf 10,5 Gigawatt. Was in der Studie noch nicht vollständig berücksichtigt werden konnte, ist der beschleunigte Kohleausstieg gemäß Abschlussbericht der Kohlekommission. Demnach sollen bis 2022 Kohlekraftwerke mit einer Leistung von 12,7 Gigawatt vom Netz und zusätzlich auch die Netzreserve in Höhe von 2,3 Gigawatt. Wenn es dann also heißt, dass die Versorgungssituation unter den gegebenen Voraussetzungen 2025 noch beherrschbar erscheint und weiter, dass dann 16 Gigawatt Importkapazität aus dem Ausland benötigt werden, sofern die Erzeugungsleistungen vorhanden sind und von den Nachbarländern zur Verfügung gestellt werden, dann weiß man,
dass hier durch die Blume gesagt wird, Leute, richtet euch schon mal darauf ein, dass es eben nicht immer reichen wird. Oder anders ausgedrückt, durch eine planlose Planwirtschaft namens Energiewende wird ein modernes und leistungsfähiges Energieversorgungssystem gegen die Wand gefahren. Und das zu Kosten, die sich bis heute schon auf mehrere hundert Milliarden Euro summieren. Ein Höhepunkt dessen, was nicht nur ich als planlose Planwirtschaft bezeichne, ist die Tatsache, dass die für die Netzstabilität und die Deckung des Erzeugungsdefizits unbedingt erforderlichen Höchstspannungsgleichstromübertragungstrassen von Nord nach Süd nach aktuellem Stand frühestens 2026 fertig werden. Also zu einem Zeitpunkt, wo schon jahrelang eine erhebliche Leistungsunterdeckung besteht und der Sinn dieser Trassen ja genau darin bestehen soll, das süddeutsche Defizit durch Windstrom aus dem Norden auszugleichen. Ein Fazit ist dann auch die Feststellung, dass die inhärenten Systemreserven durch die abschmelzende freie Kapazität deutlich kleiner werden, was insgesamt das Risiko bei unvorhergesehenen Entwicklungen erhöht. Ein besonderes Bonmot ist aus meiner Sicht auch die Bemerkung, dass sich die Einschätzung der Versorgungssituation vor allem durch aktualisierte Annahmen zum längeren Weiterbetrieb von Kraftwerken im benachbarten Ausland, insbesondere in Frankreich und Polen, ergibt. Das ist jetzt der Höhepunkt der Narretei. Und der Kollege Dr. Jung hatte mir im Dezember Rückwärtsgewandtheit vorgeworfen. Jetzt frage ich Sie aber, Herr Dr. Jung, wie anders als rückwärtsgewandt bezeichnen Sie eine Politik, die die sichersten Kernkraftwerke der Welt außer Betrieb nimmt, nur um das entstehende Leistungsbilanzdefizit durch von Ihnen in der Regel als Pannenreaktoren bezeichnete französische Kernkraftwerke zu decken, und zwar zu regelmäßig deutlich höheren Preisen? Und wie anders bezeichnen Sie dieselbe Politik, die verhältnismäßig saubere Kohlekraftwerke vom Netz nimmt, nur um dafür in Polen den Strom aus eben den Kohlekraftwerken teuer einzukaufen, die im Schnitt eben nicht vergleichbar hohe Umweltauflagen erfüllen wie unsere deutschen Anlagen? Ich nenne so etwas einen Schildbürgerstreich oder eben planlose Planwirtschaft. Ein wunderbarer Nebeneffekt dieses ganzen Trauerspiels ist aber immerhin die Tatsache, dass wir mittlerweile wenigstens beim Strompreis Weltspitze sind und diese Führung absehbar sicher in den nächsten Jahren ausbauen werden. Diese Woche habe ich noch gelesen, dass die EU Polen mit bis zu 100 Milliarden kaufen will, damit sie auch aus der Kohleverstromung aussteigen. Dann stellt sich aber die Frage, wer denn unser Leistungsdefizit ausgleichen soll, wenn es auch die Polen nicht mehr können. Aus all den Erläuterungen ergibt sich nun die unerfreuliche Tatsache, dass das Risiko längerfristiger großer Stromausfälle durch die Energiewende steigt und weiter steigen wird. Das ist nicht nur ein Ergebnis der Studie aus Baden-Württemberg, sondern wird allgemein von kaum jemandem noch bestritten. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, sowohl für die Kommunen als auch für die Kreise und das Land, sich für solche Fälle zu wappnen. Eine kleine Anfrage unserer Fraktion hatte ergeben, dass gerade im Bereich einer stromnetzunabhängigen Wasserversorgung nur bis zu 30% der Bevölkerung daran teilhaben könnten. Ein weiterer Punkt kritischer Infrastruktur betrifft die Notstromversorgung von Krankenhäusern und Pflegeheimen. Der zweitägige Stromausfall in Berlin-Köpenick im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass bei zwei Krankenhäusern die Notstromaggregate bereits nach wenigen Stunden ausgefallen sind. Ein solcher Ausfall der Stromversorgung einer Klinik kann schnell in einer Katastrophe münden. Hier sind meiner Ansicht nach Regelungen notwendig, die eine redundante Notstromversorgung sensibler Klinikbereiche gewährleisten. Das gleiche Problem betrifft in noch größerem Umfang die Pflegeheime im Saarland. Hier ist gemäß der Antwort der Landesregierung nur ein Bruchteil der Einrichtungen überhaupt mit einer Notstromversorgung ausgestattet. Fazit: Die Energiewende bringt eine ständige Erhöhung des Risikos von großen, auch längerfristigen Stromausfällen. Die Landesregierung, aber auch die Landkreise und Kommunen sind gefordert, sich dieses Problems zunächst mal bewusst zu werden und Maßnahmen zu treffen, die das Risiko für Leib und Leben der Saarländer in einem solchen Katastrophenszenario minimieren. In der verbleibenden Zeit möchte ich noch kurz auf die große Anfrage der Fraktion Die Linke eingehen, wobei sich mir ehrlich gesagt der Zusammenhang mit unserem Blackout-Antrag nicht wirklich erschließt und ich diese Debatte gerne etwas mehr Zeit gewidmet hätte. Der erste Teil befasst sich mit den Auswirkungen des Klimawandels im Saarland. Speziell nochmal für den Kollegen Günter Heinrich, der ja im Dezember wieder besseres Wissen behauptet hatte, die AfD würde einen Klimawandel leugnen. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ich darf noch einmal, ebenfalls mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin, aus unserem Grundsatzprogramm zitieren: Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. Daher wird auch, das ist ein Fakt, ich weiß nicht, was daran so lustig ist, daher wird auch niemand von uns auf die Idee kommen, zu bestreiten, dass sich das Jahresmittel der Temperatur seit 1881
um 1,5 Grad Celsius erhöht hat. Es existieren ununterbrochene Messreihen der Temperatur für diesen Zeitraum, auch bei uns im Saarland. Dieser Anstieg ist jedoch aus unserer Sicht insofern nicht ungewöhnlich, da die Mitte des 19. Jahrhunderts gemeinhin mit dem Ende der sogenannten kleinen Eiszeit in Zusammenhang gebracht wird und es nun mal plausibel ist, dass es nach einer Eiszeit wärmer wird. Was die längerfristigen Datenreihen der Meteorologen ebenfalls für das Saarland aussagen, ist eine Verschiebung der monatlichen Niederschlagsmengen. Waren in der Vergangenheit die Sommermonate die niederschlagsreichsten, so ist mittlerweile eine Angleichung der monatlichen Regenmengen im Jahresverlauf festzustellen. Soweit die Fakten, die sich aus längeren Messreihen über klimarelevante Zeiträume ergeben. Für die Schlussfolgerung der Landesregierung, Extremwetterereignisse und insbesondere Starkregenereignisse seien eine Folge des Klimawandels, fehlt meiner Ansicht nach eine verlässliche Datenbasis. Jedenfalls wird explizit auch keine angegeben. Auch die Anzahl der Tage mit mehr als 10 bzw. 20 mm Niederschlag bildet hierfür keinen Indikator, da sich ein räumlich in der Regel sehr eng begrenztes Starkregenereignis so nicht definieren lässt und ein eindeutiger Trend konnte ja auch die Landesregierung nicht feststellen. Was die Flusshochwasser betrifft, ist anhand der abgegebenen Daten kein Zusammenhang mit Klimaveränderungen erkennbar. Für fast den gesamten süddeutschen und mitteleuropäischen Raum sind die größten je ermittelten Abflussmengen aller größeren Fließgewässer mit dem Magdalenenhochwasser vom Juli 1342 verbunden. Die Wissenschaft spricht hier von einem bis zu 10.000-jährigen Ereignis. Auch die jeweils nächsthöheren Pegelstände vieler Fließgewässer stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und damit aus dem Zeitraum, den wir heute als kleine Eiszeit bezeichnen. So, noch kurz, was die großen Zukunftsfragen unserer Industrie betrifft, sind unsere Positionen bekannt. Eine Umstellung aus Wasserstoff auf Wasserstoff im Hüttenwerk wird die Wettbewerbsfähigkeit unserer Stahlindustrie ruinieren. Für die Entwicklungen in der Automobilindustrie gelten die Grundsätze Ideologiefreiheit und Technologieoffenheit. Das gilt für Wasserstoff genauso wie für E-Fuels oder mobile Flusszellen oder jegliche anderen neuen Konzepte. Eine Verteufelung individueller Mobilität, wie schon Zeit zugelassen, kommen Sie bitte zum Ende. Auch der Verbrennertechnologie trägt die AfD nicht mit. Fazit: interessante Fleißarbeit, neue Erkenntnisse nicht ersichtlich.